Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Zuallererst, wundert euch nicht über meine Stimme. Ich hatte jetzt eine Woche eine Kehlkopfentzündung und sollte wahrscheinlich immer noch nicht reden, aber deswegen versuche ich mich jetzt gerade kurz zu halten. Aber es ist halt echt nicht einfach, eine Woche nichts zu sagen. Vor allem, weil die ersten 3 Tage wirklich nichts rauskam. Gut, was machen wir hier heute? Ich habe eben, wie gesagt, jetzt eine Woche stumpf verbracht. Oder so gut wie. Was mich teilweise auch dazu gezwungen hat, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun zu haben oder relativ wenig. Auch mein Office-Alltag war relativ langweilig, weil ich über E-Mail und Text mich austauschen musste und nicht telefonieren konnte. Und auch sonst hat sich mein soziales Leben sehr zurückgestellt, weil ich alles abgesagt habe, weil ich nicht kommunizieren sollte. Deswegen bin ich ein bisschen in einen Aufräumen und Sortierwahn geraten. Es wird wahrscheinlich demnächst auch, oder vielleicht ist es schon online, ein Video kommen zum Thema Kleiderschrank ausmisten und je nachdem, was ich sonst noch alles ausgemistet habe in meinem Wahn. Aber jetzt mal zu diesem Video hier, und zwar habe ich auf YouTube verschiedene Challenges gesehen zum Thema jeden Tag ein Teil, beziehungsweise dann immer ein Teil mehr aussortieren. Da gibt es verschiedene, manche machen das eine Woche, manche einen Monat, und ich dachte mir, es wäre ganz cool, das mal auszuprobieren, wirklich am ersten Tag ein Teil, am zweiten Tag 2 Teile, am dritten Tag 3 Teile etc. etc. auszusortieren und euch teilhaben zu lassen, was das so ist. Ich bin definitiv kein minimalistischer Haushalt, habe auch nicht vor, wirklich komplett Minimalist zu werden, also das mal vorneweg, aber ich möchte doch anstreben, mich ein bisschen zu verkleinern und einfach Krimskrams loszuwerden, der unnötig ist oder der einfach doppelt und dreifach in einem Haushalt vorkommt. Also toucht mich bitte nicht, wenn jetzt eingeschweißte Minimalisten hier auftauchen unter dem Video. Ich versuche wirklich mein Bestes und wie gesagt, es geht mir nicht darum, dann am Ende nur noch mit 100 Dingen auszukommen. Aber ja, ich nutze das einfach ein bisschen für den Frühjahrsputz und habe hier auch schon mein erstes Teil, was ich aussortiere für heute, für Tag 1. Ich weiß nicht, so sieht man es vielleicht ein bisschen besser, wenn ich es vor mich halte und nicht vor die weiße Wand. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das ist aus einer Zeit, wo man viel diskutiert hat, was jetzt genau für Masken angebracht sind und welche nicht. Das war so ein Ding hier. Habe ich von einer Kollegin bekommen, weil es eine Zeit lang für uns erlaubt war, das so zu tragen. Statt eines Mund-Nasen-Schutzes bzw. einer FFP2-Maske. Wie das erlaubt werden konnte, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall wiedergefunden und gehe mal stark davon aus, nachdem das dann sowieso verboten wurde, dass ich es in diesem Leben nicht mehr brauchen werde. Außer, keine Ahnung, man möchte sich vielleicht in 10 Jahren nochmal drüber lustig machen, wie dämlich man war, dass man dachte, dass das einen vor Covid schützt. Aber ja, deswegen ist das für heute das erste Teil, das ich aussortiere. Kleine Info vielleicht noch, dadurch, dass ich jetzt parallel auch meinen Kleiderschrank aussortiere, habe ich eher nicht vor, das auch in dieses Video zu packen, weil das wäre ein bisschen zu einfach. Außer dann vielleicht, weiß ich nicht, einzelne Socken, aber das ist dann auch weniger Kleiderschrank ausmisten in dem Sinne. So viel dazu und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß die nächsten Tage. Tag 2 und meine Stimme wird langsam, aber sicher besser, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe hier 2 Kerzenbehältnisse, ehemalige Kerzen, ich weiß nicht mehr. Das ist, glaube ich, wirklich nur so ein Teelichtbehälter, wo man eins draufstecken kann. Und das war eben mal eine richtige Kerze, wo ich mir dann eingebildet habe, ich würde bestimmt selber Kerzenwachs eingießen und eine neue Kerze draus machen oder was in die Richtung. Ich habe den Duft sehr, sehr geliebt, deswegen habe ich sie auch wirklich bis zum Schluss verwendet. Aber let's face it, ich werde da niemals eine Kerze selbst drin machen. Dementsprechend kommen die beiden Sachen heute weg. Hallöchen zu Tag 3 der Aussortier-Challenge. Ich habe mir entsprechend 3 Teile rausgesucht und die erste Sache ist das hier. Das ist aus meiner Weihnachtsdeko-Abteilung und man sieht vielleicht, das hat schon ein bisschen gelitten, ist vor allem voller Staub, weil ich mir irgendwie ewig eingebildet habe, dass ich es zu schön finde, um anzuzünden, und ich weiß nicht, irgendwie treibt es mich nicht dazu, dieses Ding überhaupt anzuzünden, aber vielleicht möchte es ja noch jemand anderes haben, und wenn man das ein bisschen schmilzt, dann wackelt das vielleicht auch nicht mehr so. Also ich werde es
nicht wegschmeißen, sondern vielleicht einfach fragen, ob es wer andere haben will. Was ich dagegen schon wegwerfen werde, ist diese Flasche hier, auch schon ein bisschen eingestaubt, weil ich sie länger nicht verwendet habe. Was daran liegt, dass die eigentlich kühl bzw. warm halten sollte, was sie nicht mehr tut. Sie ist da unten auch ein bisschen eingedellt. Ich weiß nicht, ob das zwingend was damit zu tun hat, aber da sieht man auch ein paar Dellen. Sie isoliert einfach nicht mehr. Das ist eigentlich eine relativ hochwertige Flasche, aber abgesehen davon, dass sie tendenziell auch ausläuft, isoliert sie nicht mehr, erfüllt demnach nicht ihren Zweck und dafür, dass ich sie als normale Trinkflasche verwende, habe ich genug andere, die eben trotzdem auch isolieren. Dementsprechend, ja, hat die das Ende ihres Lebens erreicht. Und dann habe ich eine Sache in meinem Badezimmer gefunden, die ich mir ewig vorgenommen habe und jetzt aber eine Alternativlösung gefunden habe. Und zwar habe ich dieses Gitter hier für Shampoo etc. Von dem Vorgänger von meiner Wohnung noch dagelassen bekommen. Und ja, ich hatte irgendwie eine Zeit lang vor, das an die Wand zu befestigen. Allerdings wollte ich dort nicht bohren oder irgendwas. Dementsprechend habe ich mich dann für eine andere Variante von IKEA, die man eben mit so Saugnäpfen befestigt. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, wie erwarten. Deswegen brauche ich das jetzt nicht mehr und werde es entweder bei uns aufs Fenster Bankerl legen. Das gibt es eben bei uns im Haus, wo halt jeder mal was hinlegt, was er nicht mehr gebrauchen kann und schaut, ob es nicht vielleicht jemand anderes haben möchte. Und ja, da werde ich das auflegen oder sonst mal fragen, ob irgendwer in meinem Umfeld sowas gebrauchen kann. Hallöchen, es ist Tag 4, es ist auch schon ein bisschen später, wie man vielleicht an den Lichtverhältnissen sieht, aber es zählt noch. Deswegen habe ich jetzt für euch 4 Dinge. Und da hätten wir zum einen dieses Salzspray für eine Strandfrisur, die, wenn man nicht am Strand ist, grauenvoll aussieht, vor allem mit meinen Haaren. Ich meine, jetzt sind sie gerade nicht gewaschen, jetzt sehen sie ein bisschen aus, als hätte ich sie damit angesprüht. Im Endeffekt, ja, ich glaube, ich reizt das meine Haare mehr, als es sonst irgendwas tut. Und abgesehen davon ist das Zeug, ich weiß nicht wie alt. Deswegen ja, kommt das jetzt weg. In dem Fall auch wirklich komplett weg, weil das ist wirklich etliche Jahre alt. Und ich glaube, dass ich auch niemanden kenne, der das unbedingt haben möchte. Deswegen ist es, glaube ich, besser, ich kippe es weg. Es riecht auch nicht mehr ganz so gut. Was allerdings bestimmt noch irgendwie Verwendung findet, ist zum Beispiel das hier. Das ist einfach so ein Büchlein, wo man seine Notizen drin aufbewahren kann oder auch irgendwie so ein Notizheft etc. Aber ich habe ein paar verschiedene von den Dingern, deswegen brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Ist ganz cool. Ich glaube, da war auch ein Büchlein drinnen, aber das konnte man eben rausnehmen. Und ja, das findet bestimmt noch einen anderen Besitzer. Dann etwas, was sich auch noch irgendwie wiederverwendet wird, ist diese Lampe hier, die ich nie verwendet habe. Das war halt so ein Deko-Element, wo ich mir fest eingebildet habe, dass die sich bestimmt irgendwo ganz toll macht. Aber let's face it, ich verwende es nicht und es ist bei mir einfach nur ein Staubfänger. Freut sich bestimmt jemand anderes mehr drüber. Genauso wie über diesen Kerzenhalter, den ich auch schon secondhand von, ich glaube, der Tante oder der Oma von einem Freund von mir bekommen habe, der das auch loswerden wollte und ich dachte, vielleicht kann ich es für irgendwas gebrauchen. Nein, nein, auch das steht einfach nur rum. Deswegen wird es jetzt an der Zeit, sich von dem zu trennen. Wir haben Tag Nummer 5. Es ist auch wieder ein bisschen später, aber ich schaffe es noch. Und wir haben hier einmal so ein wunderschönes Schälchen für was auch immer mit der Form eines Weihnachtsbaums. Ich habe es mal für Schlüssel etc. verwendet, aber seien wir uns ehrlich, unnötig. Dann haben wir nochmal was sehr Unnötiges, wobei ich schwöre euch, in dem Moment, wo ich es weggebe, ich werde es wieder brauchen, so eine Pistole für Seifenblasen. Ich glaube, die werde ich aber einfach meinem Patenkind zukommen lassen, weil die liebt Seifenblasen und ich hoffe, dass das überhaupt noch so funktioniert, wie es sollte, nämlich dass es dann hier, ja, es spürt sich so an, als würde hier Luft rauskommen. Und dann haben wir so ein Styling-Zeug, was ich nie verwendet habe, weil ich glaube, dass das auch für meine feinen Haare einfach
nicht gut ist, nicht funktioniert und ich wollte es irgendwie nie, ja, ausreizen. Vor allem so oft trage ich nicht Flechtfrisuren. Und ich habe immer ein bisschen die Angst, dass es sonst wirklich fettig aussieht, auch wenn da steht, es ist nicht fettend, aber ne. Dann haben wir hier einmal so ein Atemspray, was aber auch schon gefühlt 100 Jahre alt ist. Es hängt entsprechend auch der Staub daran, wobei das kommt eher von dem Ding, wo ich das Ganze aufbewahrt habe. Das ist nämlich dann das fünfte Teil. Das ist dieser IKEA Blumentopf, Übertopf etc. Wie auch immer. Der war super populär in der Zeit, wo ich noch Beauty-YouTuberin war. Da hat man seine ganzen Pinsel etc. verstaut, aber brauche ich nicht mehr. Hallöchen, Tag 6. Wir haben ein Sammelsorium aus dem Badezimmer, würde ich es mal nennen. Und zwar zum einen etwas, was ich an sich gerne mögen würde, aber es leider einfach nicht ertrage. Das ist so ein Gesichtstonic, was mir meine beste Freundin aus, ich glaube, Hallstatt mitgebracht hat. Und ich würde es gerne benutzen. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal benutzt, aber meine Haut verträgt es einfach überhaupt nicht. Das heißt, ich werde sie fragen, ob sie das vielleicht haben möchte, weil sie, glaube ich, sich selbst auch sowas gekauft hat und sie es verträgt. Dann habe ich noch was ich von ihr bekommen habe. Das ist ein Duschgel und ich weiß nicht, ich kann mich mit dem Geruch einfach nicht anfreunden. Ich bin nun mal kein Fan von Kakao, auch wenn sie es immer wieder probiert, aber nee, ist irgendwie nicht meins. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich würde in Schokolade baden und nee. Deswegen, ich frage sie, weil ich weiß, dass sie sowas sehr gerne mag, auch ob sie es nicht haben möchte. Und dann haben wir was, was wahrscheinlich eher nicht weiterverwendet wird. Und zwar zum einen das hier. Das ist auch fürs Gesicht von The Body Shop. Allerdings wirklich ewig und 3 Tage alt. Also es ist schon hier hinten auch ziemlich vergilbt. Das war mit Teebaumöl. Habe ich eine Zeit lang sehr gerne verwendet. Dann irgendwann nicht mehr, weil meine Haut eigentlich nicht mehr so problematisch war. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob man das noch verwenden sollte oder ob man da nicht auch drauf reagiert, weil das ist ja auch was, was man nicht ewig verwenden sollte. Und selbiges gilt auch für diese Handcreme, die ja wahrscheinlich nicht so wirklich ablaufen kann, aber da sieht man es auch schon, da kommt nicht mehr wirklich was Flüssiges raus, sondern eigentlich mehr so ein Matsch. Dementsprechend weiß ich da auch nicht, wie gut das noch für die Haut ist. Und dann haben wir 2 Parfums, die, ich weiß gar nicht, wie alt sind, aber wahrscheinlich ungefähr so alt wie dieser Kanal hier. Denn wenn ich mir so die ein oder anderen Videos von mir anschaue, von damals, wo ich noch Beauty-Bloggerin war, da standen die auch schon immer rum. Und zwar ist das zum einen eins meiner Lieblingsparfums von damals. Inzwischen ist es mir ein bisschen zu süß, von Escada. Weiß ich gar nicht mehr genau, wie das heißt, aber ja, könnte man bestimmt nachschauen. Ich mochte das, wie gesagt, eine Zeit lang sehr gerne, da ist auch ein bisschen noch was drinnen. So, jetzt sieht man es, aber es riecht auch schon nicht mehr so, wie es riechen sollte. Und dann My Honey von Tony Guard, das mochte ich auch sehr gerne, aber da sieht man vielleicht auch, dass es sich inzwischen verfärbt hat, das sollte nämlich nicht so gelb sein. Dementsprechend kommt das jetzt auch weg. Hallo zu Tag 7. Ich war gerade im Begriff, schlafen zu gehen, bis mir eingefallen ist, ich habe euch meine aussortierten Sachen von heute noch gar nicht gezeigt. Und zwar haben wir da einmal einen Teelichtbehälter, dann ein Teelicht, was aber tatsächlich, also Teelicht ist ein sehr großes, aber es passt tatsächlich nicht mal in diesen Behälter rein. Demnach hat es sich auch sehr qualifiziert, würde ich es mal nennen. Dann als 3. Sache haben wir einen Pinsel, der ist sogar noch original verpackt. Den habe ich mir anscheinend irgendwann mal gekauft und dann verlegt oder ich weiß es nicht. Zumindest habe ich ihn bis jetzt nicht gebraucht. Dann haben wir diese 2 Dinger hier. Ich kann nicht mehr sagen, von was das genau ist. Es sind so 2 Haken. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Kommen auf jeden Fall auch beide weg. Und dann beides relativ hoch eingestaubt und vor allem jetzt gerade miteinander verwoben. Einmal eine
Etagere, wo ich früher meine Nagellacke, Parfums etc. aufbewahrt habe, ist wahnsinnig verstaubt, ist jetzt auch nur rumgestanden, ist sehr, sehr hübsch, aber ich muss mir eingestehen, dass ich nun mal einfach da nichts draufstelle. Und ich bin mir sehr sicher, dass es jemanden gibt, der sich darüber um einiges mehr freut als ich. Genauso wie diese Schreibtischlampe hier, wo ich auch sagen muss, ich verwende sie halt einfach nicht. Sie ist praktisch, ich glaube, ich habe sie ungefähr zweimal eingeschalten oder so. Ist ein ganz normales IKEA-Ding. Und ja, je nachdem, ich werde mal bei mir rumfragen, sonst kommt es halt auf Willhaben oder eben dann Worst Case aufs Fensterbrett. Und ich hoffe, dass sich jemand von meinen Nachbarn erbarmt. So, hier haben wir hauptsächlich sogar neue Sachen, bis auf tatsächlich zwei. Das hier ist nicht neu, das ist auch abgelaufen, ewig alt, so ein Cleansing Gel. Und die Badeperlen sind nicht neu, wobei, ja, was daran ablaufen kann, weiß ich auch nicht. Das heißt, das kann man auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt in dieser bisschen ranzigen Verpackung, aber trotzdem noch weitergeben. Aber tatsächlich die Sachen, das und auch diese beiden Schwämmchen bzw. Lufa sind komplett neu. Das heißt, ich werde die einfach verschenken. Wir sind inzwischen bei Tag Nummer 9 angelangt und haben hier einmal im Überblick zwei Bandanas, ein Bild bzw. einen Bilderrahmen, eine Kerze, zwei Kerzen bzw. Blumenbehältnisse und drei, wie heißen die Dinger? Sonnenbrillen. Die zwei hier unten sind leider ziemlich zerkratzt, die ist aber noch gut und der Rest ist auf jeden Fall noch gut. Ja, so viel dazu. Hallo, ich habe heute mein Kallax-Regal mit allerhand Zeug aussortiert und unter anderem Taschen, wie man vielleicht sieht. Die geht vielleicht noch, die ist nur ein bisschen dreckig. Die fällt tatsächlich komplett auseinander. Diese fällt leider komplett auseinander und auch der Rucksack hatte schon mal bessere Zeiten. Das heißt, ja, die werden wahrscheinlich eher wegkommen. Dann habe ich hier so Socken, die zum Streichen zweckentfremdet wurden, die auch so hausschuhmäßig sind wie jetzt die da. Die sind aber noch total gut, also die werde ich weitergeben. Die werde ich wahrscheinlich eher wegschmeißen. Da habe ich nur noch einen Flipflop, dann ist das so ein kleines Portemonnaie, was ich auch noch weitergeben werde. Und ja, da das war mal eine Box für das Regal. Das ist aber schon vor Ewigkeiten auseinandergefallen. Und das kommt jetzt weg. Das wären dann eins, die zähle ich auch als eins, also zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und 10. Langsam aber sicher nähern wir uns einem Ende, zumindest dem ersten Teil, weil ich habe ja vor, erstmal 15 Tage auszusortieren und dann noch die Tage 15 bis 30 in, also 16 bis 30 so rum, in ein separates Video zu packen, weil das sonst, glaube ich, zu lang wird. Und zwar haben wir hier einmal zum Beispiel eine Elefantenstatue, die mich schon recht lange begleitet, aber die einfach nur ein Staubfänger ist. Dann mal wieder eine Sonnenbrille. Auch diese ist jetzt nicht mehr so top in Schuss, aber ja, mal schauen, vielleicht möchte sie jemand. Dann habe ich zwei noch komplett neu verpackte Metallic Lip Creams von NYX. Und dann haben wir des Weiteren, wenn wir mal bei Kosmetik unter Anführungszeichen bleiben, noch eine Handcreme von The Body Shop. Ich habe einfach so viel in die Richtung. Da wird wahrscheinlich dann demnächst, wenn ich wirklich rigoros mein Bad aussortiere, noch was davon kommen. Dann haben wir noch zwei Kerzen. Einmal so eine Weihnachtskerze hier, so ein kleines Teelicht. Ich halte es mal vor mein Gesicht, damit es fokussiert. Und dann noch ein Hirschkopf. Dann haben wir ein ewig altes Ladekabel, was man vielleicht auch daran erkennt, dass dieser Anschluss ewig, ewig alt ist von iPhones. Der funktioniert auch einfach schon gar nicht mehr. Also sowohl der Anschluss als auch das Kabel an sich. Dann hier ein Armreif, den ich glaube als Teenager sehr gern getragen habe. Dann eine Schleife und dann, um bei Schmuck unter Anführungszeichen zu bleiben, dieses Ding hier, das war ein Haarschmuckteil für einen Ball. Und ich fand es eigentlich sehr nett, es hat irgendwie was Alienartiges und ist irgendwie witzig. Aber
Das ist so unnötig und es verstaubt auch nur bei mir. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teile. Hallöchen zu Tag Nummer 12. Ich habe in der Küche ein bisschen aussortiert und das ist, was ich dabei gefunden habe. Hauptsächlich Blumentöpfe und zwar 1, 2, 3, weil da steht einer mit drinnen, 4, 5, 6 Blumentöpfe. Dann das siebte Teil ist so eine Aufhängung für einen Blumentopf, die meine Mama schon ewig haben wollte. Das sind auch die alle, also alles Sachen, die zu meiner Mama kommen, denn die kann im Gegensatz zu mir mit Blumen umgehen. Dann Nummer 8, ein Wechsglas, was ja bei mir über ist, was ich auch vielleicht meiner Mama gebe, genauso wie eine Schüssel, die ich vielleicht meiner Schwester überlasse, Nummer 9. Und dann haben wir 10 und 11, so Untersetzer, wo ich auch die beiden mal frage. Und dann dieses Ding hier für, ich glaube, das ist für Servietten. Fand ich schon immer dezent unnötig, habe ich mir einreden lassen. Werde ich auch mal fragen, sonst kommt das auf unser Brett im Haus, also Fensterbrett quasi. Dann freut sich vielleicht irgendwer noch darüber. Aber ja, das sind mal 12 Dinge für heute. Hallo. So, ich muss mal schauen, dass das überhaupt alles drauf passt. Ich habe nämlich heute eine Zusammenfassung von Tag 13 und 14, da ich es gestern nicht geschafft habe, noch was zu filmen, geschweige denn auszusortieren, weil es einfach super stressig war. Deswegen dachte ich mir, wie wäre es, wenn ich mal einen Teil meines Schmucks sortiere? Mal hier hauptsächlich Ketten, Armbänder und Ohrringe. Das sind jetzt eben einmal für Tag 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und dann für Tag 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und hier haben wir eben wirklich von Armbändern über Ketten, die teilweise nicht mal mehr auseinandergehen, über einzelne Ohrringe, ein paar Ohrringe, die ich einfach nicht mehr trage. Viele davon sind auch einfach schon nicht mehr schön, so wie die da zum Beispiel, die ich super gern getragen habe. Ich glaube, man sieht, dass die da einfach schon, weil es eben Modeschmuck ist, ziemlich kaputt sind. Und ja, da werde ich jetzt eben nochmal sortieren, was davon noch tragbar ist. Den Rest werde ich dann eher entsorgen und was eben noch tragbar ist, das wird dann verschenkt. Willkommen zum letzten Tag der Aussortier-Challenge, beziehungsweise zum letzten Tag von Part 1, denn ich habe jetzt gerade erst die Hälfte geschafft, allerdings werde ich das Video an der Stelle dann beenden und morgen mit einem zweiten Teil starten. Ich habe ein Sammelsurium mal wieder an verschiedensten Kram. Beginnen wir mal mit dem Badezimmer. Hier habe ich ein paar Masken, teilweise auch nur noch die Hälfte von Masken, wie jetzt zum Beispiel hier. Da habe ich die erste Hälfte schon nicht so gut vertragen, deswegen kommt jetzt die zweite weg. Dann ist hier auch noch eine Peel-Off-Maske, die ziemlich eingetrocknet wirkt, schon von außen. Dann selbiges gilt für so eine Fußcreme, die sich auch schon nicht mehr so ganz frisch anfühlt. Und auch diese Nivea Augenpads fühlen sich an, als wäre da schon jegliche Flüssigkeit aus den Dingern draußen. Sowie auch bei dieser Maske hier. Also die sind einfach alle schon so von außen, dass man sich denkt, sind nicht mehr so gut vermutlich. Dann haben wir ein Labello Lip Pflege Dingens in Form eines Bärchens, was leider meine Lippen viel mehr austrocknet, als dass es das Gegenteil bewirken würde. Dann haben wir eine Sonnenbrille mal wieder, wobei ich sogar irgendwie glaube, dass die gar nicht mir gehört, sondern meiner Schwester. Ich werde dann mal nachfragen, ob sie die zufällig vermisst. Dann haben wir Schmuck, und zwar einerseits diese Schmuckaufbewahrung, die ich seit Ewigkeiten habe, auch seit Teenagerzeiten und dort stolz immer meine Ringe präsentiert habe, aber es ist einfach nicht mehr so ganz meins. Und dann haben wir noch ein paar Ringe, und zwar einmal diese riesen Oschis hier, dann einen auch noch immer recht großen, aber etwas dezenteren. Und dann haben wir noch so zwei Charm-Anhänger,
Dinger für Armbänder, ein Armband, also so ein Cuff quasi und dann noch ein Überbleibsel einer Uhr, die außerdem stehen geblieben ist und die so vom Stil auch nicht mehr so ganz meins ist. Die habe ich, glaube ich, außerdem geerbt, aber habe sie dann, weil sie kein Armband hatte, nie getragen. Ja, das sind meine 15 Dinge für Tag 15. Es ist einiges weggekommen. Ich blende euch mal ein, wie viele Teile ich bis jetzt aussortiert habe, weil ich zu faul war, es nachzuzählen. Aber das mache ich dann noch und wie gesagt, ihr seht es dann hier. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie es weitergeht, weil es werden ja nur noch mehr Teile. Schließlich sind Tag 16 bis 30 ordentlich viele. Das wird dann in 2 Wochen wahrscheinlich in etwa kommen, das Video. Ich hoffe sehr, dass ich euch irgendwie motivieren konnte. Mich hat es auf jeden Fall sehr motiviert, auch hier was weiterzubringen, mal in meinen Schränken zu stöbern und zu gucken, was ich dann loswerden kann. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr befreiendes Gefühl und jetzt gerade zum Frühlingsstart ja, ist das auf jeden Fall was man mal machen kann. Habt ihr vielleicht auch so eine Challenge schon mal gemacht oder habt vor, das auch durchzuziehen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, ich verlinke euch hier seitlich 2 andere Videos. Wahrscheinlich mein Kleiderschrank-Aussortier-Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann noch irgendwas anderes. Und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich außerdem sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst. Dann wünsche ich euch nur noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!